Ja, sag ich ja, Mogelhieb mit Bezauberung. Aber Rückung. Gut, da habe ich keinen Strolch mehr. Mogelhieb hat höhere Prior als Turbotempo sogar noch. Krass. Ich dachte, Mogelhieb hat. Ja, doch, Mogelhieb hat plus 3. Fuck. Und Turbotempo hat plus 2, ne? Schauen wir mal, ob wir das noch gewinnen können. Okay, der hat gar keinen Bock auf Dragoran, merke ich gerade. Aber so gar keinen Bock auf Dragoran. Der hat ja gar keinen Bock auf Dragoran. Dragoran übrigens auf Terra Normal gestern hat der Rui ja für mich gemacht. Damit Turbo, damit ich wenigstens mal ein bisschen Schaden rauskriege. Der hat zwar 300 Angriff. Turbo Tempo, sollte der Schaden auf jeden Fall gut sein. Ja, sehr gut. Oh, Lucky, nicht getroffen. Das gefällt dem Lu. Oh, er hat keinen Bock mehr. Rage Quit. Next. Kramurox, was machst du dazu? Maskagato tatsächlich. Es könnte halt echt Abschlag sein. Er macht nicht. Oder Kehrtwende. Was macht er? Abschlag, Kehrtwende, was macht er? Was sagt er? Kehrtwende, okay. Auf Knackhack? Sagt, er macht verlieren. Was geht der? Knackhack tatsächlich. Komm, Verwirrung, Verwirrung, Verwirrung. Schade, ey. Scheiße, ich hätte doch Rundumschutz machen können. Fuck! Kann ich nochmal zurück? Ich will Rundumschutz drücken. Ah, Schutzschild, das ist gut. Ich will doch nicht Rundumschutz drücken.
Jetzt will ich Rundumschutz drücken und Lehmbrühe oder Eissturm. Oh ja, Eissturm. Oh ja, Eissturm. Hätte aber eh gar keinen Schaden auf Gastrodon gemacht. Der ist doch selber Terra-Typ Boden. Er hat nicht viel Dev. Trotzdem. Was macht Kramurx? Wieder Schmarotzer. Ja, dein Kramurx ist echt scheiße. Terra Stahl. Komm bitte, Terra Stahl. Mach Goldrausch. Drück den Goldrausch. Du willst es auch. Drück den Goldrausch. Drück ihn. Wir wollen ihn alle sehen. Oh nein. Er sieht den Rundumschutz und geht weg. Wieso hauen die alle ab gegen das Team? Das Team ist zu krass. Kann Monetigo. Kann Monetigo. Aber wenn er direkt wechselt, dann bringt der Knuller halt nichts. Gucken wir mal, was macht der mit Monetigo? Er macht direkt Terra auf Monetigo. Was? Auf Stahl. Da kommt jetzt direkt ein Goldrausch, oder wie? Er ballert einfach Goldrausch. Ja, damit musst du auch nochmal rechnen, dass das nochmal jemand macht. Einfach einen Goldrausch rausballern. Oder was macht er? Oder Donnerblitz. Macht er? Goldrausch. Er macht einfach Goldrausch. No fucks given. Juckt ihr nicht. Okay. Hi, Verni. Ja, juckt ihn nicht. Es juckt ihn einfach nicht. Okay. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass er halt jetzt direkt rauswechselt. Soll ich das predikten, dass er rauswechselt? Scheiße. Er will seinen Fisch beschützen. Boah, predikte ich das? Boah, ich habe keinen Bock zu predikten. Ich glaube, ich mache Sancto. Ich habe keinen Bock zu predikten. Ich kenne meine Predicts. Das wird wieder nichts. Er wechselt aber. Es macht alles andere, macht keinen Sinn. Er wechselt nicht? Krass. Eine Milliarde Prozent hätte ich drauf gesetzt, dass er wechselt. Okay. Kommt jetzt ein... Kommt jetzt Hiraschai?
Spielt er denn ohne Kommandant? Ich bin komplett verwirrt. Damit habe ich ja mal 0,000 gerechnet. Okay. Okay, okay, okay. Machen wir das so. Und ballern. Wen habe ich noch weniger? Wer ist denn langsamer? Eishammer. Warte, wir machen das so. Weil Dragoran kill ich wahrscheinlich nicht. Deswegen werde ich Laub. Ach, scheiß drauf. Ich mache halt doppelt. Doppelt hält besser. Oder ich mache. Scheiße, schnell, schnell, schnell. Ist jetzt nur scheiße, falls er vor Gran Forgita dran ist und Gran Forgita killt. Wenn er Gran Forgita killt, tut er nicht. Eishammer trifft, der ist tot. Bye, bye. Ich kann halt immer noch Terra machen. Ich glaube, ich hau dem erstmal einen Gena rein. Habe ich gar nicht. Ah, Stahl. Hat der irgendeine Pflanzenattacke? Nee. Nee, hat er nicht. Ein Eissturm. Und hier bin ich auf Gift, ne? Die Frage ist, ob ich überhaupt was überlebe, deswegen. Meine Devs nehme ich nicht sehr hoch. Ich mache mal eine Sancto-Klinge. Macht nicht viel Schaden, vor allen Dingen wegen Multischuppe. Aufgegeben, okay, gut. Chillig.